Das könnte jetzt ein richtig spannendes Video werden. Oder auch ganz kurz. Oder auch ganz kurz und langweilig. Ja. Moin Leute, was geht ab? Wir sind's wieder, die Waldboys. Endlich mal wieder was aufnehmen, ey. Die Haare sind schon lang, wir sind aufgeregt und heute startet was ganz Besonderes, Alter. Wir sind hier auf Fehmarn. Wir wollen heute mal ein Silo besteigen. Im Hintergrund seht ihr das Ding schon. 40 Meter hoch. Richtig aufregend. Ich habe schon wieder nasse Hände und Spritzbuchs. Das war eine geile Idee. Bis jetzt. Jetzt scheiße ich mir nämlich in die Hosen, hab schweißnasse Hände. Wir haben schon die Ausrüstung bekommen. Hier, die fetten Michael Jackson Schuhe. Jetzt haben wir das Ding gerade in Real Life gesehen und ich habe gedacht, oh, Feier. Leute, das gibt sogar so ein Ranking hier. Da stehen die Namen und in welcher Zeit das geschafft worden sind. Was war das? Die eine war 12 in 51 Sekunden. Geisteskrank. Echt geisteskrank. Wer kommt höher? Chris oder ich? Ja. Drückt jetzt auf Stopp und schreibt in die Kommentare, was ihr glaubt, wer höher kommt. Bist du schon mal an so einer Kletterwand gewesen? Nee. Ich auch noch. Im Kinderparadies war ich einmal. Ah, ja, genau, so war es. Ja. Da ging ich auch mal dran, aber sonst noch nie so hoch. Ich glaube, dass wenn ich da hochkletter, dann sollte ich das wirklich bis da oben schaffen, ne? Dann hänge ich da und lass nicht mehr los. Und dann bin ich richtig verkrampft. Und kann auch keiner da runter. Und dann fange ich an zu heulen und dann ist blöd. Wir kriegen gleich eine kleine Einweisung. Ja, ihr wisst ja, we are professionals. Ja, professionals, Alter. Lass die mal machen. Was machen wir, wenn wir keine 5 Meter hochklettern können? Wir klettern 40 Meter hoch. Ja, wollen wir mal reinstarten oder was jetzt? Ja, wir gehen jetzt dahin, holen uns die Einweisung und dann geht das los. Ich will noch mal gucken, ob hier irgendwo ein Kick ist und dann besorge ich noch mal ein Fahrradhelm. Ist alles da. Wir müssen das nur irgendwie zur Not nach vorne und dann ist auch in Ordnung. Also, was kriegt denn der Gewinner? Keine Ahnung. Dann ist er einfach der Tagessieger, Leute. Ist einfach der Tagessieger. Oder wir gehen danach noch essen und wer höher kommt, bezahlt das für den anderen. Wenn beide gleich hochkommen. Dann bezahlt jeder das für den anderen. Ciao. Ich hab mir jetzt eine Cap gekauft, Leute. Da muss vorne jetzt die Kamera ran. Irgendwie mit Tape. Eine Stunde später. Das ist felsenfest, Leute. Das ist nur für euch, damit wir so richtig bescheuerte Aufnahmen machen können. Oh, perfekt. Wir ziehen uns gerade um, aber eine sehr wichtige Sache fehlt noch. Wer klettert als erster, du oder ich? Schnick, schnack, schnock. Scheiße. Du musst erst oder ich musste erst, weil ich gewonnen habe. Macht man das nicht dreimal? Wir können auch dreimal machen, aber wer, was ist denn überhaupt? Ja. Der Verlierer muss zuerst oder was? Oder der Gewinner? Steht jetzt 1-0 für mich. Das ist es jetzt. Was ist denn schöner? Unten stehen ist schöner als hochklettern. Natürlich. Ja, dann der Gewinner muss unten stehen. Ja? Okay, dann nochmal. Schnick, schnack, schnuck. 2-0. Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Ja, jetzt ist der Master, Alter. Jetzt geht's los, Leute. Also, wer kommt hier? Der klettert sich. Ich hab's verloren, eben. Ching, chang, chong. Die Schlaufe in den Karabiner einpacken. Okay. Seid ihr rechts oder links, Hannah? Rechts. Das Seil befindet sich rechts von euch. Für mich ist das spiegelig verkehrt rum, also bitte nicht verwirrt sein. Ja. Dann kommt ihr ein kleines U. Das wird von der Wandseite aus zu euch durch das große Auge der Acht gesteckt, dann über das kleine Auge gelegt. Ja. So sieht das Ganze dann aus. Das wird's einmal selber. Ich hab wieder vergessen, was du gemacht hast. Zeig nochmal. Willst du nicht einfach bei uns bleiben? Also, kleines U kommen. Ja. So die Acht halten. Ja. Von der Wandseite aus zu euch, okay, durch das große Auge, über das kleine Auge legen. Okay. Ja, okay, jetzt kriegst du schon. Wir sind gleich auf uns gestellt. Ist so, ne? Was ist? Ist hier schon mal einer abgestürzt? Nee. Das Schlimmste, was passiert ist, ist, dass ein kleiner Junge von der Bank gefallen ist. Oh, ja. Und da hat er sich das Bein oder den Fuß gebrochen, eins vom Bein. So, als nächstes kommt ein sehr wichtiger Schritt, nämlich der Partnercheck. Das heißt, Kletterer und Sicherer kontrollieren einmal gegenseitig, ob die Karabiner richtig zu sind. Gegenseitig.
nehme mal meinen Karabiner. Ich mache dann einmal das Sichern vor. Wir müssen jetzt beide einmal sehr gut aufpassen. Links ist oben am Seil, rechts ist unten. Dann stoßen sie parallel das Seil durch die Achtung. Rechts. Während ich hochklettere. Ne? Genau. Okay. Rechts klettern, unten weg. So entsteht dann hier ein weiterer Bremsfuß. Dann lässt rechts. Nachfassen, nee, so. So, das darfst du einmal sein. Wenn er das jetzt loslassen würde, dann rauscht dich komplett runter, ne? Ja. Ich glaube, es ist schlauer, wenn du einfach bei uns gehst. Es geht in die Hose, Leute. So, und jetzt langsam das Seil durch hier. Und du stehst vielleicht von der Wand ab oder gehst du mal einfach runter. Das wollte ich auch noch da oben machen. Oh Gott. Ich kann mir das einfach nicht merken. Oh, komm. Du weißt ganz schön viel. Ich sicher mal meinen Karabiner. Du musst aber. Ich hab jetzt schon Schiss. Du musst. Stemm dich zurück. Nimm noch weiter. Du musst dich richtig die Füße an die Wand, 90 Grad. Ja. Genau. Ich hab das ganz. Ich dachte, das wäre easy peasy. Ja, okay. Bis gleich, Leute, auf 15 Meter. Ohne Sieg. Ich fang jetzt einfach an. Los, komm. Hast du? Das ist nicht schlimm. Okay. Das ist nicht schlimm. Häng ich hier mit der Kamera noch fest. Ja. Oh Gott, die Nupsis werden richtig klein hier. Jetzt wird's schon dünn hier. Dann echt, man hat wirklich noch ein bisschen Sicherheit. Ein bisschen Sicherheit wegen dem Seil. Ohne würde ich das nicht machen. Einstellen, die. Ist der mies, ey. Der ist mies hier. Aktivier die Glocke! Seid da die Glocke aktiviert. Und ihr solltet das auch tun. Scheiße! Scheiße, ist das hoch! Oh mein Gott! Oh, das ist so hoch. Hältst du mich? Probier aus! Oh Gott, das loslassen. Okay, okay, okay. Oh, so ist okay. Oh. Alter, ist das hoch! Oh! Alter, Alter! Du hast es geschafft! Das war super geil! Das war ein, du hast loslassen, ne? Das ist ekelhaft! Das kommt! Das ist so ekelhaft! So,
So Leute, jetzt geht's los, ey. Du weißt, wie das funktioniert, ne? Ich glaub schon. Ich werde jetzt schon heulen, das weiß ich. Und ich sehe gar nichts. Ich kann mich nicht kontrollieren. Du musst stramm ziehen, ne? Jetzt geht's los. Wer hochklettert, kann auch tief fallen, Leute. Merkt euch das. Pisskram, ey. Hat sich die Scheiße ausgedacht. Wer hat sich das ausgedacht? Du oder ich? Das ist doch genau die View, die ihr sehen wollt. Ich kletter hoch, ohne runter zu gucken. Ich krieg echt einen lahmen Arm vom Ziehen, ne? Jetzt schon. Mach mal stramm. Ich kann mich da nicht das. Hast du das? Dann hast du ja Unterstützung. Boah, wie hoch das noch ist. Ich bleib gleich gerade und dann lässt du mich so runter. Ich werde da niemals hochkommen. Nie im Leben. Das mache ich nicht. Boah, ist das hoch. Oh, fuck you. Das machen wir nie wieder. Boah, ist das denn die Fans? Können wir mal schlecken. Leute, das ist auch nicht so gemeint. Ich hab Todesangst. Da muss man auch mal. Boah, fuck, ich muss hier. Dämliche Kameraeinstellung. Wenn hier so ein Knibbel abbricht, ne? Boah. Ich muss ruhig. Ich werde da gar nicht erst hochklettern. Schwör ich das. Das ist die Hölle gerade. Ich habe gedacht, ich habe keine Höhenangst oder sowas, aber. Könnt ihr das sehen, wie hoch das hier ist? Noch höher. Ich darf nicht. Oh, der ist locker. Hier ist ein. Ach, ich hab's gleich geschafft. Das ist auch nicht gespielt, Leute. Das ist echt. Häng mal an der Wand, ey. Ich hab gerade runtergeguckt. Ich hab runtergeguckt. Gar nichts. Ich will nur noch die Glocke und dann nach Hause. Die Glocke, wir brauchen die große Glocke. Dann nee. Also ganz am. Oh, warte mal. Ich werde das nicht machen, Leute. Auf gar keinen Fall. Was ist das denn? Von unten! Ich weiß nicht, wie ich da hochkommen soll. Ja, das ist doof, die Stelle da oben. Wenn ein Luxi links, musst du von unten greifen. Ich, wie soll ich das machen? Weiß ich nicht, das war richtig komisch. Von unten. Hä? Den linken Fuß nach rechts machen müsst ihr, da kommen mehr Nuxi, genau. Ich komm nicht mehr ran, Alter, ich komm nicht weiter. Ich kann gleich nicht loslassen, Leute. Jetzt hänge ich hier wie so ein blöd Mann. Ich hab's. Leck mich am Arsch. Jetzt mach mal stramm hier. Lass du mich runter? Ich lass mich jetzt hängen. Oh fuck, ey! Los! Ich hab mich so ein Stück Scheiße, Alter. Ich kann es nicht, Alter.
Boah! Alter, nicht so schnell! Los, weiter! Du willst mich doch verarschen, Alter! Hör auf damit, ey! Das ist mein Limit, Alter. Ja. Mehr schaffe ich nicht. Tut mir leid, Leute, aber mehr kann ich nicht. Was haben wir denn noch? Handschuhe haben wir noch. Ich schwöre dir wirklich, ich kann das nicht. Das ist nicht mein Ding. Ich hing da und ich hab gedacht, mit die alle die Schnauze, Alter. Ich komm nicht weiter, ich muss da vorne hin. Fast geheult, Alter. Ganz im Ernst, das war mein Limit. Aber probierst du das noch, oder? Was soll ich probieren? Heftiger. Nee. Dann mach ich das. Komm, dann mach ich das jetzt. Das ist super anstrengend, ne? Ja, auch das Seil immer so hochhalten, ist wirklich anstrengend, ey. Ich bin teilweise nicht an die Dinger gekommen. Wusste nicht, was jetzt passiert. Man muss auch mal einsehen, Leute, dass manche Sachen einfach nicht für Leute gemacht sind. Das ist nichts für mich, Alter. Hast du keinen Schiss gehabt da oben? Nö, das geht. Ich hab mich sehr wohl in deine Hand gefühlt. Das ist ein Trugschluss. Du willst jetzt ganz nach oben? Ich will jetzt ganz nach oben. Das Gegenteil von, ich habe meinen Sport gefunden. Also wenn man nicht runterguckt, geht's. Aber als ich runtergeguckt habe, dachte ich kurz, oh. Mist, das ist doch ziemlich hoch. Und von sowas wird zu springen. Ja, ins Wasser ja. 15 Meter? Ins Wasser ja. 18 hast du gesagt, ne? 20 auch? Sofort. Das ist 20, Alter. Wenn hier unten Wasser wäre, dann wäre auch entspannt. Aber hier sind das Steine. Das ist ein Kopfding, ne? Ja. Der hier, so an der Wand kleben, wie so eine Spinne. Das ist das Ding. Da hast du Bock drauf jetzt. Das willst du dir anschauen. Ich weiß halt nicht, wie lange wer noch vor uns kommt. Ja, das schafft, dann gebe ich ihm auf jeden Fall Essen aus. Geisteskrank. Der gibt schon aus, ne? Ja. Ja, haben wir so gesagt. Wenn ich das schaffe? Das kam von dir. Ja, dann zahlt jeder selber. Ich habe das ja gesagt, Leute. Wettschulden sind Ehrenschulden. Gleich. Aber ich kann mir das beim besten Willen nicht mehr vorstellen. Du musst dich da zurücklehnen und ich muss dich festhalten. Ja. Und wenn du loslässt, dann fliege ich. Aber dann muss ich kein Essen mehr ausgeben. Wenn der schon so aussieht, ne? Was meinst du, wie der Ring da oben aussieht? Stimmt. Das sind ja Ringe da, die da hängen. Aber das ist, glaube ich, kein Alu, das ist Stahl und das schleift nicht ab. Schneidet, schnürt, das schleift nicht. Das ist so ein Alu-Ring, ey. Das ist für, weißt du? Nicht so, meine Hände sehen so aus. Für den. Und dann kommen da noch die anderen Dinger mit durch. Guten Tag. Weißt du, was ich meine? Nee, keine Ahnung. Hier steht man auf dem Schlauch, Alter. Schlauch ist das richtige Wort. Ach so, ja. Ich kann das nicht sagen. Ja, ja. Und das ist für hinten. Jetzt weiß ich. Weißt du, und dann machst du so auf den Damm, dass du hier vorne das Paket und hier hinten kannst du noch. Mit solchen Schmuddeltheorien wieder hier. Das geht los. Ich habe hier gerade so einen Nupsi in der Hand, der fühlt sich an wie ein Penis. Mit dem Springen habe ich mir von der Frau eben angeguckt, Leute. Hier sind so kleine Nupsis. Oh Gott, ich war gerade ohne Hände. Ohne Hände. Du merkst, dass er los ist, dann musst du mal. Hey, nur die Nupsis sind wirklich sehr klein. Sehr, sehr klein. Scheiße. Digga, das geht nicht.
Also das Hochziehen ist richtig anstrengend. Weil das Seil ist schon so eingewackt. Das geht nicht. Das ist geisteskrank. Oh Gott, das ist schön hier. Ich bin ganz schön griff. Ich hab nicht mal die Hälfte. Ich hab nicht mal die Hälfte. Spider-Seite. Hier fehlen welche. Digga, hier fehlen einfach welche. Nee, ich komm nicht weiter. Keine Chance, ich weiß nicht wohin. Guck mal, ich bin wieder abgeschossen. 15? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Was? Ich komm nicht weiter. Crazy. Das war's, Digga. Doch, das schaffst du. Geh so. Weiter rechts. Oder nicht? Oh mein Gott, ich habe keine Kraft mehr. Oh mein Gott, das ist so. Oh mein Gott. Ich trinke erstmal. So hoch hier komme ich niemals. Niemals. Braucht ihr gar nicht erwarten, dass ich das will. Oh Gott. Oh Gott. Ich schaff das nicht bis oben hin. Ich schaff das nicht. Warte kurz, ich brauch Pause. Pause. Das ist echt ein Vertrauensbeweis hier. Mit dem Ding. Alter Schwede. Nö, ja, hier geht nichts mehr. Ich rutsch! Was? Ja. Scheiße. Ich hab. Okay? Es ist so anstrengend, Gott. Das ist nicht mehr weit. Ich bin, glaube ich, schon auf 30. Oh mein Gott. Ist das hoch? Ist das hoch? Scheiße. Der schafft das, Alter. Der rettet das Video. Ich fall. Was? Ich kann nicht weiter. Nee, komm, lass runter. Ich hab keine Kraft mehr. Lass runter. Versuch, mach Pause. Nee, ich schaff es nicht. Ich komm nicht höher. Digga, lass einfach runter. Ich hab keine Kraft mehr, wirklich nicht.
Ne, ist egal, lass runter. Ich gebe auf. Ich habe keine Kraft mehr. Ja, ja. Ich guck nicht nach unten. Ich guck nicht nach unten. Ja. Ja, alles gut. Ich guck nicht nach unten. Ich guck nicht nach unten. Oh Gott, ich hab's nicht geschafft. Aber das ist so anstrengend. Oh Gott, ich bin immer noch auf 20 Metern. Oh mein Gott. Ich sitze hier einfach in dem Seil drinne. Auf so viel Metern. Oh, meine Eier. Ich glaube, meine Eier sieht man durch den Gurt. Oh, Digga. Oh, keine Chance. Zeig mal deinen Pödel. Der sieht richtig gut aus. Kann man den sehen? Guck mal deinen Pödel an, Leute. Das ist geil. Da oben hast du nur noch so, wo du mit zwei Fingern rankommst. Und dann musst du aber richtig einen langen Arm machen. Ich war auf 15 da, ey. Ich fast geheult schon. So, Leute, seid ihr bereit für die Blamage des Jahrhunderts? Dann kommt der Erd. Das ist echt krass. Ich möchte das einfach nicht. Ich möchte es nicht. 15 Meter mehr mache ich nicht. Scheiße, YouTube, Alter. 15, mehr mache ich nicht. Ja, ich brauche gar nicht gucken. Zieh mal stramm hier. Ich habe keine Kraft mehr, Alter. Nur so kleine Fummeldinger hier. Da oben sind die noch kleiner. Was ist das? Das machen wir nie wieder. Blöde Scheiße. Ich krieg jetzt schon wieder Panik. Ich habe hier Harz-Vibes, Leute. Wie ist am Kacken? Oh, das ist mir geil. Oh, der ist gut hier. Zwischendurch kommt mal einer, der richtig schön wird. 15 Meter. Oh, shit. Halt mal stramm, bitte. Darf ich mal testen einmal? Ja. Wenn ich jetzt hier runterfall? Der hat überhaupt nicht gehalten. Du hast auch meinen Karabiner nicht kontrolliert. Ja, ich deine aber nicht. Das ist nicht mein Ding hier. Ich hasse es. Ich komm da nicht, geh da nicht hin. Ich kenn jetzt schon das hier. Oh, hier kann ich mich nicht festhalten. Ich kann nicht mehr. Muss wieder ein Stück runter. Ich hab keinen Bock mehr, Alter. Ich komme hier gar nicht weiter. Das ist nicht aufregend. Ich weiß nicht, wie es hier weitergehen soll. Ich habe richtig Angst, Leute. Oh, man kann sich hier nicht festhalten. Kevin lacht sich tot. Ich sehe ihn vom Rechner. Der Spacko hier. Auf 10 Meter Aul drum. Siehst du mal, kommst du mit, Alter. Ich kann's mal zeigen, was du kannst. Hier geht nicht weiter. Kann auch nicht mehr. Wo ist die andere Glocke? Keine Ahnung. Ganz weit drüben. Vielleicht kannst du noch auf die andere Bahn gehen, da. Ist ja weiter nach links. Hier ist nichts mehr, nur noch so eine Popelviecher. Komm ich nicht hoch. Keine Chance, Alter. Ich weiß nicht, wie ich weiterkommen soll. Ich schaff's nicht. Ich weiß nicht, wie das hier weitergehen soll. Ich würde euch das gerne zeigen. Ich kann die Kamera nicht drehen. Ich hänge jetzt hier. Da sind nur so kleine Ficker. Er lacht sich down. Meine Hände sind schweißnass, Alter. Soll ich mal versuchen rüber zu klettern? Ich gehe mal rüber. Was?
Oh. Ich komme da nicht hoch. Ich würde ja gerne. Aber ich weiß nicht wie. Aber ich habe nichts mehr zum Festhalten. Das ist das Problem. Ich muss gleich aufgeben. Ich kann nicht mehr, Alter. Kräftemäßig. Ja, ich kann nicht mehr. Ja. Doch. Zieh mal nochmal. Mach mal stramm. Sorry, Leute, aber. Warte mal, häng. Lass mich mal hängen. Ich zeig euch mal was. Die sind hier. Das sind Mini-Dinger. Ich komm mal, die Schweinenase, da kannst du dich nicht festhalten. Ich komm einfach nicht weiter, die blöde Kack-Schweinenase da. Ach, ich krieg Krämpfe in den Unterarm. So ein richtiger Mecker-Heini, Leute. Nur im Rumpöbeln hier. Ich Oh. Oh, jetzt wäre ich fast abgerutscht. Nö, nee, geht nicht. Oh, jetzt komm. Oh, jetzt, ich krieg keine Luft mehr, Leute. Ich krieg keine Luft mehr. Oh, du Wichser. Hör auf, Alter. Du lass doch mal langsam ab hier. Das lag jetzt aber an den Nippeln. Hä? Scheiß drauf. Das war das Abenteuer. Das war's, Leute. Das war das große Kletterabenteuer. Leider hat niemand die 40 Meter Glocke klingeln können. Das war echt krass. Seid aber kurz davor. Da oben waren nur noch so ganz kleine Nupsis. Wo so mit zwei Fingern noch festhalten. Das ging nicht mehr. Ich habe auch keine Kraft mehr in den Unterarm gehabt. Echt anstrengend. Wirklich. Ja, was soll ich sagen, Leute, ich habe heute wieder voll verkackt, so richtiger Hardstyle. Habe auch eine neue Angst freigeschaltet. Ich hatte echt richtig Panik da oben. Für mich ist das überhaupt nichts. Bei den 5-Meter-Dingern, ganz am Anfang, wusste ich schon, ne. Nein. Niet. Ne, hast du gesagt, ja, da wusste ich schon, alter Scheiße, ist das krass. Das ist nichts für mich. Ich kann nichts machen, Leute. Was soll ich jetzt hier auf dicke Hose machen? Ich habe einfach reingeschissen. Ihr könnt mich auch gerne roasten in den Kommentaren. Und ich kriege jetzt ein Essen ausgegeben. So sind die Spiegel. Ich will den lustigsten Spruch lesen über mich. Mal gucken, wer den lustigsten Spruch raushaut in die Kommentare. So, jetzt gibt's ein Essen für Seidler. Da können wir gleich auch noch mal kurz reinschalten. Aber ansonsten würde ich sagen, lasst ein Like da. Abonniert die Glocke. Abonniert die Glocke, wie auch immer man das macht, Leute. Abonniert sie einfach. Und haut in die Kommentare rein, was für ein Loser ich bin und was für ein geiler Macker Seidler ist. Ich hab's auch nicht geschafft. Aber so knapp. So knapp. Ja, wenn nicht geht, geht nicht, ist so. Das geht wahnsinnig auf die Arme, Leute. Hätte man denken können, habe ich auch nicht gedacht. Die hat aber auch noch gesagt, mehr mit dem Bein arbeiten. Habe ich gar nicht richtig gemacht. Ich habe, glaube ich, 80% mit den Armen gemacht. Ja. Du hingst da auch eben nur noch an den Dingern deine Beine, waren ja gar keine Lust mehr dran. Help! Help! Ja, okay. Dann sind wir jetzt bereit. Wir sind jetzt bereit. Für 3000 Meter, Leute. Nee, nächstes Jahr wahrscheinlich. So, wir sehen uns gleich nochmal beim Essen. Ansonsten, arrivederci. Peace out. Sag schnell noch was Schlaues. Schnell. Penis. Und Wettschulden sind Ehrenschulden, Leute. Deswegen gibt's jetzt nochmal einen Burger für den Seidler-Man. Dafür, dass er Spider-Man war. Stimmt so. Sagst du Bescheid gleich? Genau. Ja. Okay, perfekt. Danke. Das war echt wie so ein Spiel, was man nicht gewinnen kann. Weil die Nupsis waren so klein. Wie klein waren die Nupsis? So. Hier, so. So, hier, so. Da musste man das war der Nupsi. Und dann so mit zwei Fingern. Darf ich dann 80 Kilo hochwuchten? Das geht nicht. Und einige waren sogar rund, da konnte man nicht mal greifen. Die haben gar keinen Sinn gemacht. Ärgerlich. Aber er hat es ja fast geschafft, Leute. Die ruhig richtig schön groß. So wie der Schniephahn am Anfang. Wo ich gesagt Spider-Seidler. Diese nur Schniephähne. Chris Parker. Da war ich nicht ganz gestellt, ich war nicht mal an den Füßen von Spidey. So, Essen kommt gleich, Leute. Dann wird gegessen und dann seid ihr uns los. Versprochen. Danke dir. Sehr gerne. Guten Appetit. Danke. Alter, sind das Pommes, Digga. Ich hab gar nicht gesagt, was da drauf ist, ne? Spiegelei, Doppeltfleisch sogar. Und Chili-Cheese-Soße, Leute. Ihr wisst das ganz genau. Damit verabschieden wir uns jetzt offiziell. Die Wettschulden sind eingelöst, ihr habt das alle gesehen. Und Seidler
Spider-Man hat's fast geschafft. Ich habe mies reingekackt. Ich will lustige Kommentare sehen, wie ich ausgesehen habe. Und jetzt hauen wir uns hier diese fetten Dinger rein, Alter. Und den dicken Burger. Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Mit V. Glocke aktivieren, Like da lassen und kommentieren. Ich muss die andere Hand nehmen, sonst klappt das nicht. Ich bin ganz oben! Adrian!